Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit langem endlich mal wieder. Heute mit dabei Christopher. Hi. Ja, und wir fahren jetzt nach Oberhausen zum Zentro. Nutzen das Halloween-Event noch ein bisschen aus. Wir hoffen natürlich auf neue Shinies. Es gibt ja jetzt von jedem Halloween-Pokémon da ein Shiny. Und das ist unser Ziel. Ja, und dann würde ich sagen, melden wir uns in Oberhausen wieder vom Zentro, wo es dann abgeht. Hoffen wir, die Lokmodule sind alle an. Ansonsten machen wir die an. Und dann sehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt auch in Oberhausen angekommen. Richtig geil auch hier dieses Haus mit den LEDs. Richtig heftig, sehe ich jetzt zum ersten Mal hier so nachts. Ja, haben jetzt hier geparkt, sind die einzigsten hier auf dem Parkplatz. Und wir werden uns jetzt nach da hinten begeben. Da geht es dann Richtung Zentro. So, mich sieht man eh kaum, also ich bin mal gespannt, was hier jetzt so abgeht. Wir haben jetzt schon 31. Oktober. Ich hoffe mal sehr, dass ich jetzt endlich mal so ein Halloween-Shiny bekomme. So ein paar Leute aus Düren haben es schon bekommen, habe ich schon gesehen. So ein Zwirrlicht als Shiny. Oder ein, wie heißt das? Zorbiris oder? Zorbrisi, genau. Davon gibt es auch schon, habe ich auch schon gesehen, Shiny. Wir schauen mal, wie es gleich so abgeht da hinten. Und dann melde ich mich an später wieder, wenn wir hinten sind. So, wir laufen jetzt gerade am Zentro vorbei. Wie man hier sehen kann schon da hinten. Eine Menge Lokmodule an, aber alle auf der anderen Seite, deswegen gehen wir jetzt dahin. Hier können wir nochmal schnell drehen, zack. Ich brauche unbedingt Bälle, ich habe kaum Bälle. Geht hier aber noch ziemlich ab hier. Es sind noch so einige Läden hier, die alle offen sind. Ja, ist ja noch nicht allzu spät, 1 Uhr, das geht ja noch. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier zu den Modulen. Und ja, dann nehme ich ein bisschen was auf, was wir da so alles fangen. Und leider bis jetzt noch kein Shiny. Ich hoffe mal, es kommt gleich noch. Ich hätte auf jeden Fall Bock darauf. Egal welches eigentlich, Hauptsache ein Shiny von den Halloween-Dingern.
all my love if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. So, wir haben uns hier untergestellt jetzt im Zentrum, am Rand vom Zentrum. Und hier kommen wir jetzt besser an die Stops dran. Gerade machen wir die Arena. Ja, Christopher fängt. Aber die hat Terra schon platt. Jetzt kommt als nächstes Despotar mit 3-2. Das ist echt heftig, wie hoch die hier sind. Ja, Despotar habe ich über 3000, Traguan. Hi Terra. Boah. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Arena so ein bisschen und dann seht ihr das ganze in Zeitraffer. Gerade auch genial, das Zentrum wird geschlossen, wie man hier noch sehen und hören kann, und wir waren da drin und er hat uns nicht gemerkt, ne? Da mussten wir schon sagen, wir sind hier drin, sonst wären wir, morgen ist erstmal Feiertag, dann wieder Feiertag. Geil. Und ja, ansonsten wären wir hier für immer bei den Lokmodulen gefangen, bis der Akku ausgeht. Das war gerade ganz lustig. Jetzt wird hier alles zugemacht, wie man sehen kann.
So, wir haben jetzt noch die andere gelbe Arena runtergehauen und sind jetzt wieder im Auto zurück. Es war einfach extrem kalt, oder? Ja. Jetzt sind wir zurück im Auto, jetzt fahren wir wieder nach Düren. Leider kein Shiny bekommen, habe ich mir auch schon gedacht. Aber dafür eine Menge Sternstaub gesammelt und hat trotzdem Bock gemacht, obwohl es ziemlich kalt war. Und hier ist jetzt alles aus, die LEDs von diesem fetten Teil sind jetzt auch aus. Ja, und Ankunftszeit 4:30. Jetzt geht's ab nach Hause. Hier haben wir noch ein Chappet. Und dann war's das. Von daher, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.